Um sich optimal auf die kommenden Aufgaben in der Oberliga Nordost vorzubereiten, geht es für unsere zweite Mannschaft bald in wärmere Gefilde. Doch vor dem Trainingslager in der Türkei stand ein ziemlich langer Weg. Denn lange stand in der Schwebe, ob das Trainingslager überhaupt finanzierbar ist. Und davon hatte auch unser Hauptsponsor Kurzurlaub.de Wind bekommen und heuerte unsere Amas als ehrenamtliche Flyerverteiler auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt an. Kurzurlaub.de unterstützt Hansa gerne, das machen wir auch in diesem Falle und wenn es für einen guten Zweck ist, und das ist es bei den Amateuren garantiert, helfen wir auch hier und heute sollen sie halt ordentlich ein paar Flyer für uns verteilen und ja, am Ende wird dann sicherlich auch was Ertragreiches dabei herausspringen. Und damit sollte Mario Kuska, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Kurzurlaub.de verantwortlich ist, auch Recht behalten. Weil die Aktion so gut lief, gab es für die Amas wenige Tage später einen dicken Scheck mit der noch fehlenden Summe fürs Trainingslager. Dass die Jungs bei ihrem Sondereinsatz so überzeugten und erfolgreich waren, lag vermutlich auch daran, dass die Kicker, wie vor jeder wichtigen Partie, von Chefcoach Robert Rolofsen vorab entsprechend taktisch eingestellt wurden. Wenn man halt als einen holländischen Trainer hat, dann weiß man immer, dass man einen Angriff geben muss und wir gehen heute voll auf Attack. Im Namen der zweiten Mannschaft und des gesamten Vereins nochmals vielen Dank an unseren Hauptsponsor kurzurlaub.de und alle anderen Unterstützer. Und Hut ab vor unseren Amateuren, die sich ihre Trainingswoche unter der Sonne von Belek durch ihr Engagement mehr als verdient haben.